Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zum großen Anti-Gaming-Jahresrückblick für das Jahr 2012. Ja, der letzte Tag dieses Jahres ist angebrochen, es ist mal wieder ein Jahr im Flug vorbeigegangen und wir wollen uns heute in diesem Jahresrückblicksvideo ein bisschen angucken, ja, wie sich Anti-Gaming, mein Kanal, eben über das letzte Jahr entwickelt hat und uns einige Meilensteine angucken, die im Grunde meinen Kanal immer weitergebracht haben. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen darauf zurückkommen, was in der Zukunft auch weiterkommen wird. Begleitet wird das Ganze im Hintergrund mit ein paar Gameplay-Schnipseln, mit ein paar gesammelten Clips, die ich jetzt über die letzten, ich würde mal sagen, 3-4 Tage in den verschiedensten Spielen angesammelt habe. Alle Spiele werden dabei sein. Black Ops 2, Battlefield 3, alle Spiele, die ich eben in letzter Zeit sehr viel gezockt habe, um euch eben ein paar Clips jetzt im Hintergrund zu bieten. Da werden eben ein paar schöne Momente aus diesen Spielen dann euch nochmal zum Augenschmaus aufbereitet werden. Aber im Grunde soll es in diesem Video vor allem darum gehen, so ein bisschen sich die Meilensteine meines Kanals anzugucken, eine Bilanz zu ziehen über das, was auf meinem Kanal, aber auch insgesamt in der Kommentatoren-Community jetzt in der letzten Zeit, in diesem vergangenen Jahr eben passiert ist. Und, das wollen wir auch noch in diesem Video machen, wir wollen auch den Anti-Oscar auslosen. Einige Leute, die mich seitdem schon abonniert hatten, wissen, dass ich vor einigen Monaten einen sogenannten Anti-Oscar gemacht habe, wo per Kommentar-Voting ihr im Grunde in verschiedensten Kategorien meine persönlich besten Videos küren konntet als ein Jahr Jubiläums-Specials von Anti-Gaming. Wer das übrigens noch nicht gesehen hat, bekommt es jetzt am rechten Bildschirmrand verlinkt, wie ich persönlich finde, ein ziemlich gelungenes Video. Logischerweise könnt ihr jetzt dort nicht mehr abstimmen, da wir in diesem Video die Kommentar-Auslosung quasi machen, aber ich finde trotzdem, dass es so ein bisschen lohnt, sich dieses Video mal anzugucken. Und ja, ich dachte mir einfach, die Auslosung von diesem Anti-Oscar kann man sehr gut in diesem Jahresrückblick machen, denn was mir das erlaubt, ist im Grunde, dass die Videos, die dann als Gewinnervideos sich hervortun, kann ich dann automatisch hier zum Abschluss dieses Jahres als eine Art Videokatalog bereitstellen für Leute, die eben neu auf meinen Kanal jetzt seit dem Anti-Oscar gestoßen sind oder auch jetzt noch im Jahr 2013 stoßen werden, um im Grunde in diesem Videokatalog die eurer Meinung nach und auch meiner Meinung nach, da ich ja immerhin die drei nominiert ausgewählt habe, die ein paar der besten Videos auf meinem Kanal sind und da im Grunde so Paradebeispiele sind für das, was auf meinem Kanal gezeigt wird, da das Ganze auch in verschiedensten Kategorien eben präsentiert wird und deswegen eine gute Art für neue Abonnenten ein bisschen den Kanal zu entdecken, nicht nur mit den Videos, die ich neu hochlade, sondern auch mit den Videos, die ich in der Vergangenheit schon hochgeladen habe. Zu Anfang kommen wir erstmal zu ein paar Meilensteinen, also bestimmte Sachen, die auf meinem Kanal oder in Bezug auf meinem Kanal passiert sind, die mich als Kommentator oder auch einfach meinen Kanal statistisch sehr viel weitergebracht haben. Und ganz vorne mit dabei, finde ich persönlich, da ist die Gamescom ganz klar entscheidend gewesen. Die Gamescom war nämlich eine Möglichkeit, auf der ich im Grunde sehr viele verschiedene Kommentatoren auch im Real Life gesehen habe, mich mit diesen Kommentatoren austauschen konnte und es war einfach eine absolute Weltklasse, ein Weltklassen-Eindruck, den diese Gamescom im Grunde bei mir hinterlassen hat. Nicht etwa, weil es so ein tolles Event jetzt unbedingt war, aber weil wirklich, als wir da als große Kommentatorengruppe beieinander standen und unbeschwert miteinander über YouTube, über das Real Life und so weiter reden konnten, durch dieses Gefühl einer Community, dieses Zusammengehörige, nochmal viel stärker war als alles, was man hier auf YouTube irgendwie mitbekommt. Denn hier ist im Grunde ja das höchste der Gefühle irgendwie, dass der eine der Padawan von dem anderen ist oder der eine öfter mal ein Dual-Commentary mit dem anderen macht, aber auf dieser Gamescom wurde dann wirklich klar, man kann unbeschwert miteinander reden, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge als Kommentator auf YouTube, es wird viel gelacht, es wird aber auch viel ernste Sachen besprochen und so weiter und da ist wirklich auch sind viele Verbindungen entstanden und auch Verbindungen gefestigt worden zu YouTubern, die man vorher sich vielleicht gar nicht so in dieser Form ausgemalt hätte. Als nächstes, und das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Gamescom zu tun, wurde ich dann aufgenommen in Team Pressure, dieser Community-Kanal, der von Dr. Pressure irgendwie ins Leben gerufen worden ist. Dort habe ich zwar bisher erst ein Video hochgeladen, aber trotzdem hat es mich irgendwie auch weitergebracht und nochmal motiviert, in dieses Team aufgenommen zu werden, in dieses Team von Kommentatoren. Und der Dr. Pressure hat auch versprochen, dass jetzt im neuen Jahr 2013 auf Team Pressure einiges mehr aktiv
ja, gestaltet werden wird, und da werde ich auch dementsprechend natürlich auf Team Pressure auch mehr hochladen, und das hat mich einfach gefreut und wie gesagt motiviert, einfach in dieses Team aufgenommen zu werden und von jemandem wie Dr. Pressure eben als Kommentator im Grunde angenommen zu werden. Dann als nächstes kam dann der Upload auf Rebits TV. Da habe ich ja bei einem Contest gewonnen, den Rebits TV gemacht haben, wo sie, ich meine, es wären 5 Gewinnervideos rausgenommen haben aus Videos, die wir einsenden konnten. Und zwar ging es da um ein 90 Sekunden Werbevideo. Das heißt, man hatte 90 Sekunden Zeit, seinen Kanal und sich selber als Kommentator vorzustellen. Und dort war ich eben einer der 5 Gewinner. Und dieser Upload hat mir halt insgesamt knapp 500 Abonnenten an einem einzigen Tag gebracht. Und danach die nächsten 3 Tage sowas wie jeweils 30 und so weiter. Also hat mich einen großen Schritt weiter in dieser Abonnentenzahl nach vorne gebracht. Kurz danach kam dann die Partnerschaft, die ich eingegangen bin. Auch die hat mich natürlich als Kommentator weitergebracht und ich finde es auch absolut phänomenal, dass die Partnerschaft bei euch Abonnenten auch so gut angekommen ist, dass ich wirklich keinerlei irgendwie Vorwürfe habe von wegen, ja, du bist doch viel zu klein, um jetzt Partnerschaft zu sein. Nein, das Feedback war von euch so positiv, dass ihr wirklich in den Kommentaren gesagt habt, jemand wie du hat einfach die Partnerschaft verdient und wir gönnen es dir und so weiter. Und da möchte ich euch an dieser Stelle einfach auch nochmal danken, dass da wirklich euer Feedback und wie ihr das Ganze aufgenommen habt, so dermaßen positiv war. Es ist einfach phänomenal. Und als letztes, das ist jetzt eben kürzlich erst gewesen, so im Grunde einer der letzten Meilensteine in diesem Jahr, ist dann Germany's Next Commentator, der Kommentatoren-Contest, an dem ich teilgenommen habe und in dem ich jetzt in dem Finale stehe, was mich auch wahnsinnig gefreut hat, weil ich an diesem Contest natürlich auch als Kommentator wachsen konnte, irgendwie, ja, sag ich mal, Seiten von mir entwickeln konnte, die ich vielleicht bisher vorher irgendwie durch das, was ich normalerweise auf meinem Kanal mache, nicht wirklich zeigen konnte. Irgendwelche Sachen, die ich durch die Aufgaben, die mir dort gestellt worden sind, dabei geholfen haben, eben als Kommentator an diesen Contest zu wachsen. Und allein schon natürlich auch die Möglichkeit überhaupt jetzt durch den eventuellen Sieg in diesem Contest dann auch aufgenommen zu werden oder zumindest ein Upload bei den Junior Taters zu bekommen, ist einfach eine absolut geile Möglichkeit, hat mich immer weiter motiviert und deswegen ist das auch ein Meilenstein, den ich persönlich als Entwicklung für meinen Kanal als sehr positiv ansehe. Es gab natürlich auch negative Meilensteine in dieser Form. Das neue YouTube-Design wurde eingeführt. Damit verbunden sind die Aufrufzahlen von vielen Kommentatoren auch bei mir extrem gesunken, bis teilweise auf die Hälfte von dem, was man normalerweise auf den Videos hat. Aber ich habe mich davon nicht runterkriegen lassen. Ich hoffe einfach immer noch inständig darauf, dass irgendwann YouTube das Ganze wieder auf die Reihe bekommt wird und der Erfolg eben nicht deswegen ausbleiben wird. Und ich meine, meine Abonnentenzahlen, die ich sowieso eher als sag ich jetzt mal, als fiktive Orientierungszahl sehe, als wirkliches Qualitätsmerkmal. Aber das Abonnentenwachstum stimmt ja eigentlich weiterhin mit so 3-4 Abonnenten pro Tag, wenn jetzt nicht YouTube sich gerade entscheidet, welche zu löschen von den Inaktiven. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich eine negative Entwicklung, aber ich hoffe immer noch inständig darauf, dass sich das Ganze wieder ins Positive entwickeln wird. Und ich werde mich auf jeden Fall nicht von diesen sinkenden Aufrufzahlen irgendwie runterkommen lassen, sondern lieber das als Motivation nehmen, jetzt im neuen Jahr noch einen draufzulegen, um damit auch die Abonnenten und damit meine Aufrufzahlen wieder neu aufzubauen. Als Gesamtfazit kann ich einfach sagen, im Jahre 2012 habe ich viele Verbindungen, die ich bereits hatte, schon nochmal gefestigt, mit Cynex beispielsweise. Ich habe viele neue Verbindungen geknüpft, ganz vorne mit dabei mit Geo oder CODUE Community, mit Dr. Pressure, mit Majestical, mit Tomahawk Pain, all solchen Leuten. Aber auch mit kleineren YouTubern wie beispielsweise Exe oder die ganzen Germany's Next Commentator, Teilnehmer wie Multigaming HD und so weiter, aber auch so Slicks Gaming, ja, also wirklich einfach diese Verbindungen geknüpft und gefestigt, die einem später irgendwie dabei verhelfen, gemeinsam zu wachsen. Und dabei geht es eben nicht darum, irgendwie mit dem Hintergedanken bei beispielsweise Dr. Pressure eine Verbindung aufzubauen, mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwann mal von ihm gefeatured werde. Nein, es geht eben darum,
die Community in sich weiter zu verwachsen, damit immer stärker machen und dann im Grunde als Community zu wachsen. Und das ist ein wesentlich besseres Gefühl, als einfach als einzelner Kommentator zu wachsen. Und deswegen finde ich es besonders wichtig, dass diese Verbindungen, eben diese Freundschaften, in Anführungsstrichen, natürlich ist es keine, sag ich jetzt mal, persönliche Freundschaft, aber eben diese YouTube-Gemeinschaft eben weiter aufzubauen, weiter zu festigen, die Verbindungen eben immer enger zu halten und im Grunde eben, wie gesagt, als Community zu wachsen. Da hat natürlich auch die Gamescom einen großen Beitrag zu geleistet. Und auch im Jahre 2012 für meinen Kanal ist es ganz klar, dass ich persönlich meinen eigenen Stil gefunden und entwickelt habe. Denn für jeden Kommentator ist es wichtig, im Grunde, nachdem er dann mit den ersten Schritten so ein bisschen vorsichtig den Schritt in die Community wagt, dann seinen eigenen Stil, seine eigene Masche zu finden, um eben nicht einfach eine leere Hülle zu sein, die dahin redet, sondern eben ein Kommentator mit Charakter, mit Charisma, der eben auch für seine Abonnenten was bieten kann. Und ich persönlich finde, dass ich diesen Stil inzwischen gefunden und entwickelt habe. Und das hat sich ja auch in den Abonnenten wieder gespiegelt. Und von meinen jetzigen Abonnenten habe ich circa 3/4, also etwa 1500 Abonnenten, alle in diesem Jahr dazu bekommen. Und ich meine, dass ich wirklich mit knapp 2000 Abonnenten schon weitergekommen bin als so manch anderer kleiner Kommentator, der ähnlich lange wie ich auf YouTube steht, aber immer noch ganz unten drum dümpelt. Ich habe noch lange nicht das erreicht, was ich erreichen will, denn die Partnerschaft war für mich nie das höchste Ziel. Ich habe wirklich jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ja, ich habe jetzt alles erreicht, was ich kann, und viel größer werde ich sowieso nicht. Ich bin entschlossen, weiterhin an den Aufgaben meiner Zeit, sage ich jetzt mal, zu wachsen. Und ich bin zwar, wie gesagt, mit 2000 Abonnenten meiner Meinung nach schon etwas höher gekommen als die meisten anderen jemals in ihrer YouTube-Karriere kommen, und dafür bin ich sehr dankbar, und die Möglichkeiten, die ich bisher hatte, da war ich schon sehr glücklich, aber ich bin natürlich gewillt, im Jahre 2013 und auch noch danach immer weiter meinen Kanal aufzubauen, mit neuen Konzeptideen zu strahlen und im Grunde einfach diesen Traum von YouTube weiterzuleben. Und damit kommen wir auch jetzt schon in einen kleinen Blick in die Zukunft. Was könnt ihr jetzt schon erwarten? Also jetzt in der ganz nahen Zukunft kann ich euch versprechen, ab morgen, dem 1. Januar 2013, werden im Abstand von 2-3 Tagen die Let's Play-Teile von Left 4 Dead 2 von Episode 4 bis 7 hochgeladen werden. Das ist ein Let's Play Together mit Funny But Old und noch ein paar anderen Leuten. Und diese werden euch hoffentlich gefallen. Ich habe ja den Trailer davon schon vor einigen Tagen schon hochgeladen. Wer den übrigens noch nicht gesehen hat, bekommt ihn jetzt am rechten Bildschirmrand verlinkt. Der ist persönlich, wie ich finde, sehr gelungen. Und ich hoffe, dass euch dieses Left 4 Dead 2 Let's Play Together gefallen wird. Ich habe, wie gesagt, erstmal nur 4 Episoden vorbereitet, also den Rest des ersten Kapitels und das komplette zweite Kapitel der Kampagne. Wenn euch dann dementsprechend das Ganze gefällt und das Feedback positiv ausfällt, werden wir natürlich auch den Rest der Kampagne zusammen weiter bestreiten. Ansonsten gibt es noch eine kleine geheime Weiterentwicklung, die im Jahre 2013 wahrscheinlich erfolgen wird, die mein Kanal auf jeden Fall einiges weiterbringen wird, die auch weiterhin meine Verbindungen zu anderen Kommentatoren stärken wird, aber das soll an dieser Stelle noch mal ein bisschen geheim bleiben, denn noch ist das Ganze noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Ansonsten habe ich aber auch viele neue Konzeptideen für Serien, die ich irgendwie mache, für bestimmte Arten von Commentaries, die ich in Zukunft machen kann, die ich alle im Jahre 2013 hoffentlich ausleben kann, trotz der immer weiter sich zuspitzenden Schulsituation. Und auch geplant ist ein Let's Play Together mit Cynex von The Vollidioten, die einige von euch kennen. Welches Spiel das Ganze sein wird, ist aber an dieser Stelle noch geheim. Soll erstmal nicht verraten werden. So viel also dazu. Wir sind jetzt im Grunde das Jahre 2012 komplett durchgegangen, so im Schnelldurchlauf. Haben einen kleinen Blick in die Zukunft gesandt. Und jetzt kommen wir doch einfach mal zur Auslosung des Anti-Oscars. Für alle, die nicht wissen, was der Anti-Oscar ist, ich habe es ja gerade eben, als ich den Anti-Oscar das erste Mal in diesem Video schon angesprochen habe, für euch verlinkt. Und an dieser Stelle geht natürlich auch nochmal der Aufruf, alle Videos, die ich in diesem Video irgendwie genannt habe, das gehört auch der Upload bei Rebels TV, das 90-Sekunden-Werbevideo und so weiter, was ich jetzt nicht irgendwie am rechten Bildschirmrand verlinkt habe, ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, für alle Leute, die durch dieses Video Interesse für bestimmte Videos bekommen haben,
haben dann nochmal die Chance, diese Videos nachzugucken. Aber kommen wir jetzt zu der Auslösung vom Anti-Oscar. Wie gesagt, für alle Leute, die das nicht mitbekommen haben, es ist mein 100-Commentary-Special gewesen. Und dort habe ich einige Kategorien im Grunde vorgegeben, mit dabei beispielsweise bestes Thema, bestes Gameplay, bestes Live-Commentary, sowas in der Art. Habe eben 5 verschiedene Kategorien dort designiert. Und in diesen 5 Kategorien habe ich jeweils 3 nominierte Videos aus meinem Kanal im Grunde rausgesucht, aus meinen Videos, die ich persönlich finde, die den Titel in dieser bestimmten Kategorie und damit den Anti-Oscar in dieser Kategorie im Grunde verdienen. Und dann konntet ihr als Abonnenten per Kommentarvoting unten für jede Kategorie einen Gewinner aus den 3 Nominierten entscheiden. Und diese Stimmen habe ich innerhalb einer Excel-Tabelle gesammelt, habe das nochmal 3-4 Mal überprüft. Und dementsprechend bin ich jetzt zu einer Auslosung gekommen und kann jetzt die Gewinnervideos per Kommentarvoting preisgeben. Und da kommen wir jetzt zu der ersten Kategorie, nämlich bestes Thema. Dort gewonnen hat die Zeit meines Lebens ein Battlefield 3 Commentary über meinen Amerika-Aufenthalt. Ein, wie die meisten von euch fanden, sehr rührendes Thema und ein sehr gut rübergebrachtes Thema, soweit es eben in den Kommentaren drin stand. Bestes Gameplay in dieser Kategorie gewonnen hat Warzone Folge 2, ein MW2 Live Commentary, wo ich innerhalb eines Competitive Clan Wars, also nicht einfach irgendeinem random Public Match, sondern einem wirklichen Clan War gegen einen anderen Clan, einen Chopper Gunner mir erspiele, wurde hier an dieser Stelle auch als das Video mit dem besten Gameplay auf meinem Kanal oder zumindest dem besten Gameplay aus den 3 Nominierten, die ich zur Verfügung gestellt habe, gewählt. Beim besten Gameplay Commentary, also dem besten Commentary, was sich auf das Gameplay bezieht, wurde gewählt das Modern Warfare 3 Commentary Flawless, frei für alle Moab, Tipps zur PM9. Dort habe ich eben mit der PM9 und einem bestimmten Setup drumherum eine Flawless, frei für alle Moab erspielt und gebe innerhalb dieses Gameplay Commentaries einige Tipps zur Verwendung dieser Waffe, die ja für einige Leute eine relativ sonderbare Waffe bietet und eine, an die man sich wirklich gewöhnen muss. Und das wurde eben von euch zum besten Gameplay-Commentary gewählt. So, nächste Kategorie ist das beste Live-Commentary. Hier waren 2 verschiedene Nominierte gleich auf mit 7 Stimmen, meine ich. Einerseits das Klassenlotto, was ja eine ganze Serie ist, die auf meinem Kanal besteht. Und zum anderen das 33 Minuten Live für 777 Abos, wo ich 33 Minuten lang den Zombie-Modus in For Delta One, sprich Modern Warfare 2, gezockt habe als 777-Abo-Special. Und ich persönlich, und das ist jetzt eben in dem Fall, wo 2 Nominierte gleich auf sind, zählt eben meine Stimme. Ich persönlich habe dann das 33-minütige Live-Commentary hier im 4 Delta One Zombie-Mod zum Gewinner gewählt, sprich 33 Minuten live für 777 Abos wäre der korrekte Titel. Da ich persönlich finde, dass dieses Video sehr viel Unterhaltung bietet und das alles innerhalb eines Videos und nicht einfach in mehreren Teilen der Serie, wie es bei Klassenlotto der Fall ist. Und ich habe mir dann auch nochmal die Statistiken angeguckt der Zuschauerbindung, was bedeutet im Grunde, wie viele Zuschauer, wie viel Prozent der Zuschauer, die das Video im Grunde angefangen haben zu gucken, bleiben wie lange innerhalb des Videos. Da kann man sich also statistisch angucken, wie viel Prozent der Zuschauer, die das Video geguckt haben, wie lange innerhalb des Videos geblieben sind und sich das wie lange angetan haben. Und da war es eben so, dass ich zu Ende des Videos, also wirklich nach 33 Minuten, immer noch ein Viertel von allen Zuschauern habe, die die im Grunde das Video ursprünglich mal angefangen haben, und nach der Hälfte des Videos, also nach etwa 18 Minuten, hatte ich immer noch über die Hälfte aller Zuschauer an das Video gebunden. Und das ist wirklich, das muss man an dieser Stelle sagen, sehr, sehr ungewöhnlich für solche langen Videos. Und das zeugt doch, wie ich finde, davon, dass dieses Video ziemlich unterhaltsam auch für euch war. Deswegen, unter anderem deswegen und auch natürlich von meinem subjektiven Gefühl, habe ich jetzt dieses Live-Commentary zum Gewinner gewählt. Kommen wir aber jetzt zum letzten Gewinnervideo in der Kategorie Bestes Gesamtpaket, also das Video, was im Gesamtpaket am meisten überzeugen konnte. Auch hier gab es 2 Nominierte, die gleich viele Punkte erhalten haben. Das war zum einen das CK Kommentiere ist mit dem Thema Technik, ein MW2 Commentary, und zum anderen meine Black Ops 2 Multiplayer Trailer Analyse, und diese hat auch durch meine Stimme jetzt den Titel vom besten Gesamtpaket gewonnen, da ich persönlich finde, dass diese Trailer-Analyse extrem gut aufgebaut ist,
im Nachhinein und ziemlich gut gelungen ist. Ein flüssiges Commentary wurde drüber gelegt. Ich habe eigentlich kaum Fehler gemacht und was ich auch persönlich sehr witzig finde, mit vielem, was ich innerhalb dieser Analyse im Grunde vermutet habe, ist dann wirklich im letztendlichen Spiel zur Wahrheit geworden. Und ja, das waren also alle Gewinner in diesen 5 Kategorien. Ich kann an dieser Stelle einfach nur sagen, ihr seht diese Videos gerade auf eurem Bildschirm und könnt diese per Annotation anklicken. Sie öffnen sich in einem neuen Fenster. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass dieses Video sich dafür schließt. Für alle Leute, die also jetzt neu auf meinem Kanal gestoßen sind und diese Videos teilweise noch nicht gesehen haben, die können jetzt immer auf diese Annotation klicken, um sich diese Videos anzugucken. Zusammen mit einem meinen Abonnenten habe ich eben ja jetzt entschieden quasi, dass diese 5 Videos im Grunde ein paar der besten Videos sind, die ich je gemacht habe. Einige Videos, die seit dem Anti-Oscar allerdings noch entstanden sind, will ich an dieser Stelle auch nochmal rausheben. Und zwar ist das zum einen mein Battlefield 3 Commentary, was ich jetzt kürzlich erst gemacht habe, über die Homosexuellen in Deutschland, inwiefern da die Rechtslage ist und sein sollte in Bezug auf Ehe und Beziehung. Und zum anderen ist es ein Video, was ich jetzt kürzlich erst gemacht habe, und zwar auf dem Kanal von Germany's Next Commentator, also im Rahmen dieses Contests, den ich eben angesprochen habe. Und zwar ist das mein Finalvideo mit einem Google-Terry zum Thema Weltuntergang. Und ich persönlich finde das Video so gut gelungen als Finalvideo, dass ich an dieser Stelle dieses auch nochmal als Honorable Mention im Grunde hier verlinken will. Hier habt ihr also jetzt einen kleinen Videokatalog von 7 verschiedenen Videos, die ich euch an dieser Stelle einfach mal zum Abschluss des Jahres 2012 zusammen mit meinen Abonnenten im Grunde empfehlen kann, wenn ihr gerade neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Ansonsten, wie gesagt, gilt auch nochmal die Aufforderung an euch, an alle Leute, die das eben noch nicht gesehen haben, sich den kompletten Anti-Oscar anzugucken, der in der Beschreibung verlinkt ist nochmal, denn dort findet ihr natürlich nicht nur die Gewinnervideos, sondern auch die 2 anderen Nominierten in jeder Kategorie und deswegen habt ihr dort eine Reihe an Videos, die im Grunde dort auch euch nochmal empfohlen werden von mir persönlich, da ich diese im Grunde als Nominierte und auch nochmal mit 2 verschiedenen Honorable Mentions am Ende im Grunde ans Herz lege und ihr müsst euch das Video auch gar nicht genau im Grunde komplett angucken, könnt das natürlich machen, da ich persönlich finde, dass es relativ gut auch vom Editing her gelungen ist. Da sind immerhin auch 50 Arbeitsstunden reingeflossen, aber in der Verlinkung sind komplett, in der Beschreibung sind komplett alle Videos, die in diesem Video dann eben auch erwähnt worden sind, verlinkt, weswegen ihr euch da gar nicht die Mühe machen müsst, euch das ganze Video anzugucken. So, das war eigentlich der Jahresrückblick 2012 für meinen Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich möchte euch an dieser Stelle natürlich auch nochmal dafür danken, dass ihr mir im Jahre 2012 so viel an wahnsinnig geilem Feedback, an Daumen, die ihr mir gegeben habt, an Daumenbewertungen, an konstruktiver Kritik in den Kommentaren und so weiter gegeben habt, an der ganzen Unterstützung, die ihr auf allen möglichen Plattformen zeigt für die Leute. Das fängt an bei den Leuten, die einfach nur einen Daumen geben, geht über die Leute, die konstruktive Kritik in den Kommentaren lassen, bis hin zu den Leuten, die mir Gameplays einsenden, um im Grunde meinen Kanal am Leben zu halten. Ich hoffe, dass ihr im Jahr 2013 damit immer fleißig weitermacht und mir genauso treu bleibt, wie ihr das bisher getan habt. Und ich hoffe, dass sich für mich im Jahre 2013 noch einige neue Möglichkeiten bieten werden, wie ich meinen Kanal im Grunde weiterbringen kann, als Mensch und als Kommentator zu wachsen. Und ich natürlich das, was ich hier liebe, auf YouTube immer weitermachen kann und meine Schule nicht allzu sehr darunter leidet. Auch euch wünsche ich natürlich jetzt einen guten Rutsch an dieser Stelle ins Jahr 2013. Ich wünsche allen meinen Abonnenten ein gesundes, frohes neues Jahr. Und meinen Kommentatorenkollegen natürlich dasselbe, aber auch zusätzlich noch ein weiteres erfolgreiches Jahr auf YouTube, dass ihr immer weiter schöne Videos macht, wie ihr das bisher getan habt und dass wir alle als Community wachsen können und im Grunde das tun können, was wir lieben, nämlich Commentaries machen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch zusammen hier auf Anti-Gaming mit neuen Videos, mit frischen neuen Konzeptideen und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und dem Jahr 2012. Bis dann, euer Anti.